Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit RimWorld. Und tatsächlich müsst ihr jetzt auch mal kurz gucken hier. Option, Mod-Einstellung, ja, While You're Up ist hier. Das ist die Mod, die uns erlaubt, beziehungsweise unsere Kolonisten dazu befähigt, auf ihrem Weg zur Arbeit auch schnell mal was zu tragen. Was hoffentlich etwas das Tragen beschleunigt, beziehungsweise Zeit minimaler macht. Und außerdem haben wir hier, mal kurz gucken, Forschung. Ah, das hat leider keinen eigenen Tab. Das finde ich etwas schade. Aber hier, durchs Energieschild kommen wir auf Schildgenerator, normal, die große Variante und die portable Variante. Gar nicht mal so schlecht also. Mit denen können wir später tatsächlich Schilde aufbauen, was uns auch zum Vorteil gereicht auf jeden Fall. Während Belagerung oder sowas, wenn die mit Mörser geschossen kommen, die kann man abwehren. Kapseln, die hier reinfliegen, kann man abwehren. Wobei ich auch gelesen habe, dass man aufpassen sollte, der Ort, wo die Kapseln zum Handel landen, ich weiß nicht, kann man das selbst einstellen, das kann auch Probleme machen. Kann man das hier irgendwo Befehle? Wo kann man das vielleicht machen? Ich weiß das gar nicht. Ja, wenn ich das gerade wüsste. Warte mal, Karawanen. Nö, das dürfte es nicht sein. Party, Hochzeiten. Ja, wenn ich das wüsste, wo die Sachen bestimmt werden können, wo die landen. Haha, dann wäre ich klüger. Ich bin aber nicht klug, das ist das Problem der ganzen Geschichte. Warte mal, Enster, bist du noch am... Oh, der ist wirklich noch am Tragen. So, das wird, glaube ich, seine letzte Tour. Danach darf er, glaube ich, mal schlafen. 5 Gänge wären, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten. Aber zumindest ein bisschen Stahl haben wir jetzt schon wieder im Lager drin. Das beruhigt einen ja zumindest so minimal. Auch wenn wir langsam hier den Kraftstoffgenerator... Der muss bald wieder eingeschaltet werden. Aber wir haben ja mittlerweile auch hier gut Treibstoff wieder auf Lager. Das reicht dann doch eine kleine Weile auf jeden Fall. Oh, mich würde echt interessieren, was passiert, wenn Treibstoff explodiert. Beziehungsweise kann Treibstoff explodieren, müssen wir mal gucken. Ein unstabiler chemischer Treibstoff, mit dem man Raketen und andere Maschinen antreiben kann. Klingt nach etwas, das, wenn es in Feuer gerät, nicht ganz so angenehm von den Wirkungen ist. Um das mal etwas verharmlost zu sagen. Aber gut, hat halt alles so seine Nachteile. Psychisches Brummen, hört auf, yay. Okay, wollen wir dann schon mal die erste Verteidigungslinie hier irgendwie erstellen? Strukturen. Kann man ja eigentlich mal machen. So, machen wir erstmal einfach hier. Das Feingeknödelte kann man ja später machen. Muss man sich ja nicht hier sofort mit aufhalten. 7 Geschütze haben wir hier. 4 Geschütze jeweils an den Seiten wäre zumindest eine grundlegende Verteidigung. Müssten wir eines dazu bauen? Ja. Bauen wir auch nochmal hier. Ist zumindest nicht ganz so teuer. Warte mal, ich habe Enster weitertragen lassen. Das ist ziemlich gemein von mir. Ach, trägt er jetzt auch cleverer? Der hat jetzt 71 Stahl. Ich glaube, der sammelt jetzt tatsächlich klug bis zum Maximum auf. Das wäre natürlich auch eine geile Verbesserung, wenn die dadurch
auch mehr tragen. Und die Hitzewelle ist auch vorbei. Perfekt. So, wenn Enster jetzt nicht mehr so viel tragen muss, das wäre echt cool. Also erstmal darf Enster sich gleich ausruhen. Tut er auch, der Arme. Enster, tut mir leid, dass ich dich habe so missbrauchen lassen. Irgendjemand muss den Scheiß ja machen. Mir waren die Hände gebunden. Hüstel. So, wurden hier schon erste Annäherungsgespräche geführt überhaupt? Ach, hier ist im Moment einzeln. Na, aber auch egal. So. Mal sehen. Wurde hier zarte Bande geknüpft? Aufzeichnungen? Nee, das war nicht so sozial. Reagierte auf freundliche Stimme von Sam. Ja, Rauchblätter verdorben, das soll passieren. Sollten wir vielleicht auch mal bei Zeiten langsam verarbeiten. In der Hoffnung, dass das nicht überhand nimmt. Dann hätten wir nämlich ein klitzekleines Problemchen. So, wollen wir denn hier noch eine Werkbank bauen? Fragezeichen. Ah, Sam kümmert sich gerade um Kleidung und Co. Gefällt mir. Wie sieht es überhaupt aus, Sam? Handwerk? Ach ja, da will ich ja unbedingt... Stimmt, da bin ich ja ganz besessen drauf, dass sie ihre Handwerkskills auch verbessert. Habe ich sie auf Nummer 1? Mal kurz gucken. Tierpflege? Nö, aber Jagen 2 und... Hier habe ich die auch ganz gut hochgepackt. Sie ist auf jeden Fall sehr für Handwerk zu gebrauchen. Und tut es auch, also... Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor da. Sie kann es nicht, nur sie tut es auch. Teufelsgarne Stammeskleidung, ja, ja, ja. Ich warte schon sehnsüchtigst auf die nächste. Ui, die Mauern, die stehen da schon alle. Hm. Ach du Scheiße. Neu installieren. Ich wag es einfach mal. Erstmal sowieso diese hier. Dann mal den installieren wir neu. Den installieren wir neu. So, 1, 2, 3. Machen wir dann einfach mal hier hin. Und wenn wir schon dabei sind, packen wir auch nochmal das dahin. Und dann darf auch noch gerne hier. Schon mal diese Wand gebaut werden und diese Wand ebenfalls. Ha. Sowas aber auch. Dann brauchen wir auch noch mal hier irgendwie eine Fünferwand und da eine Fünferwand, damit die nicht irgendwie hier schon von außen durchzielen können. So zumindest mein Hintergedanke des Ganzen. Kann natürlich auch sein, dass der völlig doof ist. Aber das sehe ich ja dann. Doofheit kann immer noch später bestraft werden. Warte mal, ich kann ja eigentlich auch hier neu installieren. Neu installieren. Und ich glaube, den müssen wir auch nochmal neu versetzen. Neu installieren. Zack. Mal, da haben wir den. Hakuna Matata ist auch da, alles vorhanden, perfekt. So, jetzt haben die Leute ganz, ganz viele Dinge zu tun. Was hoffentlich irgendwie auch klappt. So, bist du, wer ist für Bauen zuständig? Bauen, Anki, Döner und Grau. Trainiert Elefant 1. Jo, Enster schläft noch so ein bisschen seinen Stress des letzten Tages aus. Ich kann es irgendwie verstehen, dass der jetzt ein kleines bisschen Entspannung, nicht Gespannung. Oh, scheiße. Ich erkenne das Problem. Wird schon irgendwie so klappen.
1, 2, 3. So wollen wir das eigentlich haben. Eins, zwei, drei. Ja, so ist es richtig. Eins, zwei, drei. Perfekt. Dann können wir das Ganze so machen und... Ja, ein bisschen unschön das Ganze. Nicht optimal. So viel kann ich schon mal behaupten. Anki, unsere Top-Bauerin. Ach, du machst nur Essen. Na dann. Gau, habe ich andere Aufgaben für dich. Zum Bleistift darfst du mal hier hingehen. Und ordentlich Zeug tragen. So, und das will ich jetzt mal beobachten, wie viel Zeug die jetzt mitnimmt pro Lieferung. Weil theoretisch müsste ja durch dieses opportunistische Tragen sich was verbessern. In der Theorie. Ja, es wird voll ausgenutzt. Oh, eine Karawane. Jawohl. Gib ihm. Und ein verrücktes Tier. Aber da wird sich schon drum gekümmert. Ja. Profitieren wir von. Geht etwas spazieren. Müssen die sich erstmal wieder sammeln oder? Ja, offenbar schon. Haben sich gesammelt, perfekt. Das Ding hier kann aufgesammelt werden. Jagen. Und dann mal kurz gucken. Dönerfrikadelle schläft noch selig. Aber gut, da hat die auch nur seine Mechaniten im Körper. Was sagen die Bedürfnisse? Ach, der ist so ausgeholt. Ausgeholt? Ausgeruht. Auserholt vielleicht, aber nicht ausgeholt. Was rede ich mal wieder für einen Unsinn? So. Döner, lass mal dein Charisma spielen. Mit einem comichaften Blinkelächeln auf jeden Fall. Und da können wir mal schön Dinge verkaufen auf jeden Fall. Wir haben Dinge zum Verkauf, ganz klar. Vogelfleisch, ganz, ganz viel. Ein Mini-Kühlschrank haben wir hier. Ah nee, die haben einen Mini-Kühlschrank. Brauche ich nicht kaufen irgendwie. So, diese ganzen getragenen Sachen hier können theoretisch mal weg. Straußenleder haben wir ein kleines bisschen mehr. Stoff haben wir ebenfalls, aber nö. Nehmen wir mal hier so minus 100 von dem Straußenleder. Und ja, wovon kann man noch schön verkaufen? Ja, noch haben wir es. Fragt sich, wie lange. Aber das ist dann später ein Problem. Minus 100 können wir auch nochmal hier. Wir wollen ja auch Geld verdienen. Haben die irgendwas Sinnvolles für uns? Ach, das ist ein Kopftuch. Das sieht eher aus wie so ein Schlüpper irgendwie, aber egal. Essen können wir natürlich nicht verkaufen. Und sowas wie Bauteile haben die offenbar nicht dabei. Sehr wohl allerdings Stahl. Das ist jetzt die Frage. Minus 100 haben wir da. Yorkie-Fleisch. Ist irgendwie auch so minimal brutal. Aber egal. Einfach mal so genehmigt. Joa, lassen wir mal gleich gut sein, glaube ich. Nee, wir können... Oh, hier können wir noch mal ein bisschen Stoff verkaufen. Davon haben wir derzeit auch genug. Jawohl. Den Stoff wählen wir auch mal los. Und davon haben wir nicht genug. Können wir auch verkaufen.
lässt sich nichts mit anfangen. Genauso mit dem Gazellenleder. Leguanhaut wird auf jeden Fall noch mehr. Holz. Haha, bald können wir Holz verkaufen. Auch eine praktische Sache. Aber nicht jetzt. Noch irgendwas, was wir unbedingt... Ach komm. Die Syngan-T-Shirts, die brauche ich gar nicht mehr. Zack, weg. Die Langarm-Shirts sind wichtiger. Und dann sind wir schon mal richtig geil ausgestattet. Perfekt. Booyah. Ganz viel Geld für uns. Und die werden nun pleite. Ich mag es. So, das können wir wegmachen. Braucht keine Sau mehr. Warte mal. So. Das Brummen, ja, passiert. Störung Herd elektrisch ist so gut wie weg. Muss nur noch repariert werden und gut ist. Ah ja, die Leitungen. Die machen noch so ein kleines bisschen Schmuh hier. Müssen auch hier angebracht werden noch. So, nehmen wir das auch noch. Auch wenn das vielleicht schon ein bisschen too much sein könnte. Aber egal. Ah, hier haben wir schon die Leitung angebracht. Perfekt. Die wären gar nicht mal so unwichtig. Aber hoffentlich wird das in der richtigen Reihenfolge halbwegs gemacht. Enster baut noch das letzte bisschen Metall hier ab und... Warte mal, gleich kann ich vielleicht zeigen, wie geil die Mod funktioniert. Hoffe ich zumindest. Erstmal Befehle abbauen. Das wollen wir auch nochmal mitnehmen. So, trägt er schon irgendwas mit sich rum? Überlebensration, ja. Nicht ganz optimal. Dann müssen wir warten, bis er hier fertig abgebaut hat. Da, zack. Er nimmt einfach auf den Weg, nimmt er nochmal 4 Bauteile mit. Also nicht nur ein Stapel, sondern er sammelt die wirklich auch zusammen. Und das ist einfach mal mega nützlich. So brauchen wir eigentlich unsere Kolonisten im Optimalfall. Genau hier, Grau ebenfalls. Trägt einfach mal etwas Stahl mit sich rum, obwohl wir hier im Lager haben. Also die Mod, die vereinfacht das Leben offenbar wirklich um einiges. Wirklich nochmal ganz fettes Danke hier an die Dönerfrikadelle, die mir diese Mod vorgeschlagen hat, als ich meine Probleme erwähnte, mein Leid geklagt habe. Ich muss nicht mehr klagen. Die Klagemauer ist jetzt weg von mir. Ja, hier müssen wir ganz dringend mal bauen. Sonst bekommen wir Probleme. Gell? Priorisiere Arbeit an Strom. Och, bauen wir einfach mal darauf, dass wir nicht angegriffen werden. Das ist immer die beste Lösung für alles. Es wird schon nichts passieren. Das ist die Herangehensweise, die einen in den Tod führt. Aber egal. Es ist zumindest eine Herangehensweise. Mal sehen, wann wir überhaupt neuen Besuch bekommen. Wäre auch mal ganz interessant. Und ich glaube, so langsam können wir das nächste Stückchen Stahl hier... Ja, komm. Da können wir theoretisch rangehen. Da haben wir Silber. Da haben wir nochmal Stahl. Was gehen wir denn an? Was gehen... Oh, war das hier auch irgendwie mal ein Meteorit oder sowas? Man munkelt. Hier haben wir Uranader. Die ist mir ja noch gar nicht aufgefallen, glaube ich. Geile Scheiße. Uran. Also das lässt mich echt strahlen, diese Neuigkeit. Das gefällt mir doch. Da könnten wir ran. Oh, hier haben wir Bauteile. Ein paar. Nee, aber ich glaube, wir machen uns als nächstes mal an... diese Ader hier ran. Klingt doch nach einer Idee. Wert gemacht. Und bald können wir dann ja hoffentlich buddeln. Okay, ein Überfall. Scheiß die Wand an. Wir haben ja ein Problem. Shit. Was für Angreifer haben wir denn da? Wir haben... gar nicht mal so unpotente Leute.
In diesem Fall müssen wir unbedingt mal hier priorisieren vielleicht. Wen haben wir alles für Bauarbeiten? Für Bauen haben wir Anki, Dönerfrikadelle und Grau. Oh, das wird spaßig. Nee, dann ziehen wir uns doch lieber hierhin zurück und müssen zur Not dieses eine Geschütz neu aufbauen. Ist dann eben auch Pech. So, Raven, du kommst dahin. Sam, du kommst dahin. Grau kommt hier. Noch müssen wir die alte Verteidigungsanlage benutzen. Du kommst dahin. Tau kommt. Wo kommt sie denn hin? Kommt sie heute nicht, kommt sie morgen? Nee, hier ist, glaube ich, irgendwie sicherer, das da unterzubringen. Zero, du gehst auch mal hier so rein. Und Dönerchen, jo, ab dafür. Wird schon schief gehen. Oh, und wir müssen natürlich unsere Kampfzonen wieder. Die Bumalope geht in die Mimimi-Pussy-Zone hier und Elefant darf in die Kampfzone. Jetzt wird es auf jeden Fall spannend. Oh, ich hoffe, wir haben hier niemand. Wo ist Tau? Ach, Tau ist in Reichweite. Gut. Genau das wollte ich wissen. Ach du Schande. Ach je. Neu installieren. Dorthin. Ich weiß nicht, kann das noch ganz schnell gemacht werden? Oh, Anki, schaffst du das? Ich weiß es nicht. Döner, du vielleicht? Nee, wen haben wir noch? Wir haben hier Bauen. Auch Anki ist eigentlich unsere Fähigste, was das angeht. Ah. Ah nee, da müssen wir sie hinschicken für. Und. Yes. Hä? Was wird denn hier gemacht? So, Anki, du darfst dich jetzt kümmern um Dinge. Und wieso haben wir hier... Ich verstehe es nicht ganz. Ach, die wollen dadurch die Mauer. Die sind aber frech. So funktioniert das aber nicht. Okay. Interessant. Es ist mal ein Ansatz. Wann beginnen denn die Geschütze loszulegen? Alter, was bomben die hier alles zu? Der hat sich selbst den eigenen Typi zerlegt. Ich glaube, es hackt. Ich bin gespannt, was die hier noch so anstellen. Ah ja. Da greift das nächste Geschütz schon mal. Perfekt. Das wollen wir. Ey, nicht auf meine Elektronik. Bin ich arg gegen. Wie lange halten überhaupt die Granaten? Das ist ja Wahnsinn. Ja, jetzt geht's endlich los. Okay, hinterher. So schnell ihr könnt. Störung, Kühlung, ja. Soll passieren. Gut, Strukturen. Temperatur. Machen wir einmal das hier bauen.
Die sind echt original hier, was die mir hier anstellen. Eine automatische Schrot. Uiuiui. Ja, die kann man gebrauchen. Mal sehen, ob wir die noch erreichen. Der Priscilla ist ja doch ein bisschen angeschlagen. Das könnte was werden. Warte mal. Komm. Die können wir mal wieder losschicken. Und die beiden machen das schon. Mal sehen, ob das funktioniert. Die können auch sich wieder rühren. Jo, erwischt. Ihr könnt auch gehen. So, das Messer nehmen wir uns ebenfalls. Und dann beende ich doch mal die Folge, nachdem der Angriff erfolgreich abgewehrt wurde. Und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es heißt, in Daddlezeit mit RimWorld sind wir doch echt geil durchgekommen. Ciao, ciao.